Hier geht es heute um Dezimation. Beziehungsweise auch um die Taste Acquire am Oszilloskop. Wir haben in einem Video davor darüber gesprochen, was denn eigentlich passiert oder mit welcher Frequenz man mindestens abtasten muss. Und wir kamen darauf, dass man mindestens, aber das ist der theoretische Fall, dass man mindestens zwei Abtastpunkte pro Periode eines Sinussignals haben muss, beziehungsweise dafür sorgen muss, dass höherfrequente Signale nicht in den Eingang des Oszilloskops kommen, weil sie da dann zu Missverständnissen führen werden. So, der weitaus häufigere Fall ist aber häufig, man hat viel mehr Abtastpunkte als Darstellungspunkte. Nehmen wir mal einfach nur an, ein Beispiel, man hat eine Abtastrate von, naja, sagen wir mal, einem Megasample pro Sekunde. Das ist jetzt ja nicht viel, aber nur 1000, genauer werden es wahrscheinlich 1024 sein, aber das macht die Rechnerei nur schwieriger, aber nur 1000 Punkte auf dem Bildschirm. So, welche nimmt man dann? Es gibt ja verschiedene Antworten darauf, nicht? Man könnte jetzt ja, ich nehme mir mal das Bild hier, das passende dazu. Das hat eine etwas andere Skalierung, weil da P steht und nicht Amplitude. Das spielt aber gar keine Rolle. Und da F steht, das ändere ich gleich noch. So, man würde jetzt also hier beispielsweise U haben und hier die Zeit T. Und dann hat man da irgendwie so einen Verlauf. Das kann jetzt ja hier, die Amplitude ist in variablen Einheiten. Also das muss es ja nicht sein, dass es von plus 1 auf minus 1 geht, sondern es ist einfach nur ein Signalverlauf. Und es könnte jetzt sein, dass das hier beispielsweise, da ist genau 1 Volt und hier ist 1,01 und hier ist, was weiß ich, 0,95 oder so. Also ein rauschbehaftetes Signal vielleicht. Und die Frage könnte jetzt ja sein, welchen Punkt nimmt man? Nimmt man beispielsweise das Maximum? Ja, kann man machen. A. Maximum der Werte. Oder B. Man nimmt den Mittelwert. Das hätte sogar noch den Vorteil, man würde rauschen. Würde durch die Tiefpasscharakteristik Tick der Mittelwertbildung unterdrückt werden. Das heißt also, man würde hier einen schönen, einen glatteren Kurvenverlauf bekommen. Oder nimmt man C, das Minimum? Oder nimmt man D, A und C und macht einen Strich dazwischen? Auch das kann man tun. Oder würde man, das taucht jetzt aber hier so nicht auf, man könnte auch einfach irgendeinen nehmen.
Also den in der Mitte zum Beispiel. Das würde man dann das Sample nennen. Der kann natürlich, um dann auf diesen Punkt hier mit dem Rauschen zurückzukommen, der kann natürlich jetzt auch beliebig raus sein, nicht? Also das wäre dann hier wahrscheinlich ein eher verrauschtes Signal. Weil man nämlich eine wesentlich höhere Rauschbandbreite hier hätte und damit wesentlich mehr Rauschleistung in das System reinbekommen würde, als man das im Fall B hätte. Man kann auch, das taucht aber bei Oszilloskopen eigentlich nicht auf, das Root Mean Square nehmen, also man nimmt jeweils die quadratischen Werte oder die leistungsäquivalenten Werte der Spannungen und summiert die auf und zieht dann Wurzel draus. Das bietet sich vor allen Dingen für Spektrumanalysatoren an. So. Was kann man wählen? Das schauen wir uns gleich noch an. Um diesen Effekt von dem Acquire mal zu demonstrieren, habe ich nochmal wieder den Oszillsimulator angeworfen. Wir haben nach wie vor hier eine Amplitude von 1000 Millivolt. Das sieht man hier auch ganz schön. Und wir sind nach wie vor hier bei der Frequenz von 1000 Hertz. Das sieht man hier auch sehr schön. 500 Mikrosekunden ist ein Kästchen lang, eine Periode sind zwei Kästchen. So, wenn ich jetzt hier am Acquire rumspiele, da unten, dann kann ich jetzt hier Recognize Peak machen. Wird nicht viel funktionieren, nicht viel passieren, weil das Signal so langsam ist, dass der Peak immer ganz ähnlich ist. Rauschen habe ich hier sowieso nicht drauf. Ich kann averagen. Passiert nicht allzu viel. Kann auf High Resolution umstellen. Es passiert auch hier nicht viel. Sie sehen, dass das Capture dann irgendwie sich noch ändert. Aber nee, eigentlich passiert nichts. Aber bleiben wir mal bei normal und jetzt machen wir, sorgen wir mal dafür, dass das Signal sich sehr viel schneller ändern kann, als die Punkte sich ändern. Als wir Punkte haben. Wir schieben also das weiter zusammen. Sie sehen hier oben, dass wir hier auf 5 Millisekunden pro Kästchen gehen. Wir haben also viele Perioden in einem Bereich drin. So, gehen wir jetzt mal noch auf Capture. Das ist noch Acquire, das ist noch an. Können hier nochmal gucken. Recognize Peak, sieht man immer noch nichts. Averaging, da wird es jetzt schon komisch. Nicht? Da kommen Sie jetzt an ein paar Punkte ran, wo hier jetzt wahrscheinlich noch der Mittelwert gebildet wird für über mehrere Punkte hier, um einen Punkt darstellen zu können. Und das sieht dann schon komisch aus. High Resolution müsste eigentlich wieder, ja, das ist so wie Averaging. Bleiben wir nochmal bei Normal und schieben die Sachen noch weiter zusammen, sodass wir jetzt eigentlich nur noch, ja, eigentlich nur noch weiße, noch gelbe Fläche sehen. Und auch da spielen wir mal Recognize Peak, macht eigentlich nichts, weil er jeweils immer das Minimum und das Maximum finden würde. Averaging aber sorgt hier schon dafür, dass das Signalamplitude runtergeht. Das heißt also, positive und negative Signalkomponenten tragen jetzt zu meinem Darstellungspunkt bei. Und wenn ich hier jetzt noch weiter die Zeitbasis verändere und verlängere, also auf 50 Millisekunden gehe, oder vielleicht sogar noch weiter. Da sieht man, dass das Signal eigentlich verschwindet, obwohl es natürlich noch da ist. Es ist nur so, ich mittle jetzt über große Anteile von Perioden oder sogar mehrere Perioden. Und was dabei rauskommt, wenn ich einen Sinus über mehrere Perioden mittle, ist eben ein kleines Signal, der filtert sich einfach weg. Und das ist genau der Effekt, den ich hier noch besprechen wollte.